Irgendwann hat man gemerkt, dass da immer 10 Leute ungefähr 300 Briefe die Woche schreiben, wenn wir das eingestellt. Aber wir sind euch trotzdem dankbar dafür. Und sind euch dankbar für den Abend. Können das gar nicht genug wertschätzen, dass wir mit echten Musikern auf der Bühne stehen. Die Mozart mal ebenso aus der Hosentasche rauslassen, wo wir uns selber mal fragen. Wann waren wir denn? Siehst du, das ist zum Beispiel ein klassisches Proberaumgeräusch, ja, von dem Mozart relativ weit entfernt zu sein scheint. Das ist genial. Wir haben uns jedenfalls gefragt, wann waren wir denn irgendwann mal näher dran an diesem Mozart? Ich meine, ich rede jetzt nicht von Metern oder so, aber wann waren wir denn vielleicht mal 800 Kilometer dran und nicht nur 10.000? Und es gab diesen Moment, da kann man gar nichts für. Das ist so, dass man wie mit einem Zauberwürfel, du drehst dran rum und plötzlich hast du es und verstehst nicht, wie es kam. Und dann hatten wir dieses wahnsinnige Ding, diesen großen Hit, das meistgespielte Hochzeitslied Deutschlands in dem Jahr, das meistgespielte Beerdigungslied, auf jedem Feuerwehrfest. Jede Sportveranstaltung, überall wurde es gebracht, die CDU trampelte darauf herum. Und was will man machen? Es ist ja am Anfang im Proberaum nur so klein gewesen. Eigentlich war es so klein. Und dann wuchs es aber und es wuchs aus dem Proberaum raus, erst über uns hinweg und dann wurde es so riesig und so außer das Triebe eben. Und diese Triebe, wir kamen kaum mehr durch. Und es ist einfach unglaublich, was aus diesem Lied geworden ist und heute hier nur vor euch, weil ihr es als erstes in die Charts gewählt habt. Das sind zwei belegte Monde.